klappen, nach dem x-ten Versuch, Spiel neu zu starten und die Konsole neu zu starten und alles Mögliche. Jetzt sind wir auch drin im Spiel. Top-Down-View Hack and Slay auf der Konsole, mein allererster. Schauen wir mal, was das so bringt. Ich gucke mir mal kurz das Zeug hier an. Karte, Quest, keine Ahnung. Ich bin hier unten, da geht's hin. Codex, bla bla bla. Da gibt es bestimmt so ein paar Infos online. Lokaler Koop. Ah, lokaler Koop, das ist ja geil. Das ist ja nicht schlecht. Wechsel zum Casual-Modus. Was ist der Casual-Modus? Bist du sicher, dass du in den Casual-Modus wechseln willst? Du kannst frei zwischen Casual-Mode und Normal-Modus wechseln. Die Menge der Beute ist im Casual. Okay. Optionen. Ah, okay. Ja. Okay. Boah. Das ist aber eine schnelle Kamera, muss ich sagen. Boah, krass. Aha. Okay. Die Stadt ist Aha. bedrückend still. Keine menschliche Seele in Sicht. Ist das der Sprecher von Bruce Willis? Kann das sein? Hört sich fast so an. Genau, wir sind jetzt hier, weil wir unseren Kumpel suchen irgendwie. Das haben wir im Intro gehört. Ja, dann gucken wir uns mal um. Schwache Junge springen. Naja. Gut, dann gucken wir uns mal die nächsten Spinnen an. Overkill. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Ich frage mich, welche Schrecken sich dahinter verbergen. Kohle einsammeln hier noch. Tragen siehste. Also man kann auch ein bisschen was zerstören hier, das ist schon mal cool. So muss das sein. Zack. Eine fiese Spinne, noch eine fiese Spinne. Wo kommt ihr jetzt lang? Weiß ja auch keiner, wa? Ah. Ah ja. Ich kann etwas Verborgenes spüren. Deutlich finsterer als die Monster. Etwas Vages. Wie ein Flüstern tief in meinem Verstand. Was verwende Mauersprünge, um den Balkon zu erreichen? Ah! Cool. Welchen Balkon überhaupt? Ha! Das ist ja witzig. Cool gemacht auf jeden Fall. Gefällt mir schon das Spiel. Drücke A, um zu springen, zur Straße hinunter. Auch geil, dass erst Mauersprünge erklärt werden. Und dann der Rest irgendwie. Hallo? Wer ist da? Hallo? Kannst du mich hören? Eine Stimme in meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt.
guter Junge. Jetzt spiel tot. Hey, ich zieh dich nur auf. Schau nur, Jäger. Eine Schatztruhe. Da oben auf dem Balkon. Komm schon, hol sie dir. Jeder Gang macht schlank. Komm ich hier rein? Nee, ne? Ne. Ich liebe diese Truhen. Man weiß nie, was man bekommt. So aufregend. Coole Stimme. Und die kommt jetzt? Achso. Wie viel Schaden macht das? 23 zu 46. So, ist mehr. Ist einfach nicht. Geil. Oh. Geht's hier lang? Du weißt sicher, dass hier noch mehr dieser hübschen Truhen rumstehen. Kannst du sie finden? 31 bis 62 sogar. Nice. Was ist die Fledermaus gerade? Bestimmt war. Das sind ein paar Fledermäuse. Oh. Riesenspinne. Ah ja. Spinnenei, Jungspinne. Okay. Das ist ja auch cool. Das Ladescreen selbst so animiert ist. Oder war es das schon? So. Ah, das war gar nicht der Ladescreen, das war so quasi gehört zur Story. Das ist cool. Ich kenne diesen Ort. Du kommst näher. Komm schon. Öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger. Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Boah, krass. Schau dir diese Übungspuppen mit ihren roten Augen und langen Nasen an. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe. Krass. Moment. Kämpfst du immer noch gegen die Puppen? Komm schon, streng dich ein bisschen an. Schlag härter zu. Vielleicht sollte ich nicht länger meine Zeit an dich verschwenden, Jäger, und mich stattdessen mit den Puppen anfreunden.
Oh, eine Dämonenkraft. Wo hast du das denn gelernt? Wie dem auch sei. Komm, triff mich im nächsten Raum. Ich bin in dieser Kiste gefangen. Komm schon, zerschlag sie. Warte, das bin ich gar nicht. Tja, ich muss wohl in einem anderen Verlies sein. Ich spüre etwas Glitzerndes in der Nähe. Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Hmm.
Du hast sie gefunden. Guter Junge. Was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ich dachte, da unten war Kohle drin. Irgendetwas ist mit dieser Stimme. Etwas, das ich nicht recht fassen kann. Ich habe dank meiner Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die reden können, sind immer die schlimmsten. Das sind aber auch kleine Levelabschnitte. Ah, cool, hier kann man quasi die Klasse auswählen. Das sieht ja aus. Also einige sind ja cool, aber... Naja, aber... Mal gucken. So recht entscheiden kann ich mich noch nicht. Okay, Kostüm des Kavaliers soll es dann werden. Der normale Schwierigkeitsempfohlen für dein erstes Spiel, weißt du, kannst die Schwierigkeit später anpassen, indem du Flüche an- oder ausschaltest. Empfohlen für Spieler, die neue Action haben.
Und ich mal kurz in den Achievements gucken, ob das ein Faktor ist. Bestehe alle normalen Herausforderungen. Elite finde unter finde Rüste Transport. Da. Sitze 6 Kostüme. 4 gab's. Ah. Irgendwie hätte ich gesagt, ich hatte vorhin noch irgendwie andere gelesen. Beende die Motorrad-Story. Beende die Motorrad-Story im Hardcore-Modus. Also kann ich eigentlich auch im Casual spielen, richtig? Beende die Motorrad-Story. Ja, würde ich sagen. Muss, wenn du dich im härtesten. So. 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 Stärker machen, 5 und 5 Flüche aktivieren, die Schwierigkeit des Spiels annehmen. So Flüche nicht deaktivieren können. Hinweis, das Spiel im Hardcore-Modus wird nicht empfohlen, wenn dies dein erster Charakter ist. Ah ja, okay. Hm. Dann machen wir. Normale Charaktere erhalten keine Nachteile, wenn sie sterben. Achso, naja. Das Gewissen, kann ich schon mal was gewesen, bist du sicher? Nach ja. All der Zeit gibt es noch Überlebende. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor labern. Transmutation. Okay. Ich bin Damien, der Alchemist. Ich kann dir mit nützlichen Vorräten aushelfen, wie Tränken und Bomben. Und du kannst mir mit deinem Gold aushelfen. Wir Alchemisten sollen Gold in Luft verwandeln können. Aber das ist alles im Dienste der Wissenschaft. Wirf einen Blick auf mein Angebot. Heutzutage gibt es keine große Nachfrage durch Jäger. Wie komme ich denn da rüber? Die kann ich ja quasi verkaufen, oder? Weil ich ja die 61er drin habe, richtig? Richtig. Die sind alle 18.000, ja gut. Brauche ich natürlich nicht. Achso, das habe ich gerade verkauft. Tränke habe ich noch. Sprang das rüber. Inventar. Schlage epische Monster an den folgenden Orden. Mhm. Das ist das Schloss jetzt, wo ich bin, oder was? Ne. Aha. Keine Ahnung, was das ist.
Wunderbar! Noch ein Jäger, der uns alle retten wird. Vielleicht haben wir jetzt endlich eine Chance gegen die unendlichen Horden. Aber vielleicht werdet ihr auch einfach genauso sterben wie all die anderen. Mein Name ist Viktor Fran. Und so einen freundlichen Empfang habe ich in Zagoravia gar nicht erwartet. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Sobald ich ihn gefunden habe, verschwinde ich wieder. Hör zu, Vran. Das ist mir alles egal. Es gibt nur eine Regel. Versprecht Ihrer Majestät nicht das Unmögliche. Jeden Tag versuche ich Sie davon zu überzeugen, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Jetzt, wo ihr hier seid, wird sie nur noch entschlossener darauf beharren, in diesem verfluchten Schloss zu bleiben und zu sterben. Sollte das passieren, mache ich euch persönlich dafür verantwortlich. Verstanden? Preiset die Himmel. Gott hat in dieser Stunde unserer Not unsere Gebete erhört und dich zu uns gesandt. Ich bin Kasimir, Diener seines Willens und der Patriarch von Zagoravia. Du bringst meinem Volk Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir in diesen dunklen Stunden benötigen. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Mensch, das war nett. Okay, mehr gibt's nicht. Seid willkommen in Zagoravia, Jäger. Oh, hallo. Ich danke euch, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid und euer Schwert in den Dienst unserer Sache stellt. Mit der Hilfe weiterer Jäger werden wir schon bald den Feind zurückwerfen. Ihr werdet euch beeilen müssen, wenn ihr euren Lohn noch verdienen wollt. Eure Majestät, ich werde gerne für eure Sicherheit sorgen. Wir wollen keine Sicherheit. Wir werden diesen Krieg gewinnen und unser Königreich von den Dämonen befreien. Es wird keine weitere Hilfe kommen, Eure Majestät. Was mich herbrachte, war das Schicksal eines anderen Jägers namens Adrian. Ihr habt bereits aufgegeben, während wir noch aufrecht stehen. Nun denn, wenn ihr euren Freund suchen wollt, müsst ihr nach Süden gehen, in die königlichen Gärten. Danke, Eure Majestät. Was steht denn hier unten jetzt, hm? Naja. Die Königin hat einen starken Willen. Nur so konnte sie so lange durchhalten. Das ändert nichts. Die Stadt ist überrannt. Ach so. So kann ich rum und hier kann ich betreten und hier. Geheimnisse, königliche Gärten. Verwende 10 Dämonenkräfte. Erschlage Spinneneier. Zerstöre alle Spinnennässe im Labyrinth. Erschlage Argus, den Grauenvollen. Und erschlage den Schachmeister. Dann kriege ich 5 Sterne oder was? 2, 4, 5. Ja, sieht so aus. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Inventar. Das ist jetzt das, was ich habe. Kostüm des Kavaliers. Genau. Das sind die Karten. Kräfte. Kräfte habe ich noch keine. Okay. Karten und Quests. Das ist das. Codex. Okay. Da bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Ich weiß, dass du mich vermisst hast. Okay.
jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also ist das nicht angemessen. Aber wie sollte ich dich nennen? Johann? Nein, du siehst nicht wie ein Johann aus. Viktor? Nein, du siehst einfach dämlich. Genau, Viktor. Nein, das passt auch nicht zu dir. Ah, ich hab's. Ich werde dich Vicky nennen. Ja, das passt perfekt. Aber du hattest recht mit Viktor. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ah, guck mal, drück mal hier rein. Na? Hab ich gerade gesagt Schachmatt? Ich denke, ich habe erfordert. Thank you.
45 bis 60. Ist auf jeden Fall höher. Ja. Welche habe ich denn jetzt gekriegt? Achso, doch, ist richtig. Okay. Boah. Nice. Vran. Ich würde mal sagen, Viktor Orban. zack, was kann ich hier? Achso, komme ich direkt hier hin. Karte. Hier unten. Was gibt's da drüben noch? Weiß keiner. Ach, jetzt habe ich schon den Schachtmeister. Okay. Na gut. Sehr nice. Geil, dass die Angst kriegen, ey. Weil das jetzt nämlich bestimmt diese eine Quest war. Genau. Wo befinde ich mich jetzt? Ah, nicht da. Da, ah, okay. Achso, das war ja meins. Achso, kann ich noch nicht. Schau nur, Vicky. Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Lass uns da reingehen. Na los. Dann... gehen wir da mal rein. Komm. Und jetzt kannst du deinen Weg wieder rausfinden. So. Nice. Das gilt nicht. Kein Springen. Okay.
Achso, ja, habe ich jetzt das Overdrive aufgefüllt quasi, das. Ja. Bei der. Was kann ich noch? Der Schütze, Fernkampfschaden, kritischer Schaden. Boah. 79 bis 106 sogar. Ja, dann nehme ich doch den geilen Hammer hier, Alter. Zack. Yeah. Na. Oh, Gottes Willen. Kann man sich nur so anstellen. Vicky. Das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Zu schade, dass du nicht hinein kannst. Vielleicht, wenn du etwas größer wärst. Wie geil. Solche Games liebe ich echt. Schön Hack and Slay. Level up. Ah, cool. Okay, als zweite Waffe. Welche ist denn die zweite? 96? 96, genau die. Legen. Dafür kommt eine Schusswaffe. Das war die. Nein. Ah. Für Zweitwaffe. Wie wechsle ich zwischen der?
Oh. Nicer, nicer. Achso, da wo ich jetzt gerade lang gelaufen bin, ne? Ah, guck mal, hier kann ich durchschalten. What it so gibt noch an Quest-Gegenden. Schlage Argus den General von und die Dingskräfte soll ich noch einsetzen. Na gut. Ah. Nice. Here we go. Okay. Na komm. Sense. Die Sense ist ein Fehler. Was? Ihre Angriffe erzeugen oder verbrauchen Seelensplitter. Aber wuchtige Nahkampf. Er teilt immense Schaden aus und kann viele Gegner mit Overkill erledigen. Ist eine große Einzelziele, glaube ich. Die Sense. Hat die hier, glaube ich, ne? 93? Naja, gut. Naja, gut. Was gibt's hier noch? Achso. Fernkampfschaden. Ich kann etwas Junges und Zartes vorausspüren. Ich werde mich mal vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. Vicky. Von Vicky, Alter. Trockene Tötung. 500 Gegner ohne Tränke getötet. Wupp, wupp. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Viktor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört. Aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich, Viktor Vran. Ein Reim darauf machen, was hier geschehen ist.
Sie hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher. Wenn Irene recht hat, sind die Aussichten mehr als finster. Zagoravia ist verloren. Was ist das denn jetzt, Junge? Du solltest hier den Scheiß anwenden und nichts anderes. Gefallener Jäger. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Ruhe in Frieden, Bruder. Löst nach einem Nahkampftreffer eine Explosion aus. So hat sich gerade Overkill aufgeladen. Quasi. Spinne am Abend bringt Kummer und Labin. Was geht hier? Fleckt das Grab mal. Aha. Ist er jetzt einfach so rein, oder was? Achso, erschlage mit Fernkampf. Kann ich das abbrechen? Ja, kann ich abbrechen. Aha, okay. Kann ich ja da demnächst mal rein, nicht? König. Verschlossen. Soll das die Menschen draußen oder etwas drinnen halten? Gute Frage, nicht? Weißt du?
Spielt sich doch ganz gut eigentlich hier, der. Ich knie am Herd, wenn der Morgen erblüht, bis der Same des Feuers flackert und glüht. Schön. Der Geist scheint nicht feindselig zu sein. Er verwirrt. Karte. Geheimnisse. 1 von 3. Ansonsten alles aufgedeckt. Das war der Speicherpunkt. Nice. Inventar. Nichts Besonderes. Zack, 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 zack. Zerstöre Begräbnisurnen in der Gaststätte der Verdammten. 70. Töte Skelette mit Overkill. Erschlage Monster mit der Waffe Hammer. Finde Geheimnisse. Erschlage Monster ohne Schaden zu nehmen. Ah, und dann gibt es da schon wieder die nächste und so. Ach, was weiß ich, ja. Stufe 5 bin ich, okay. Lokaler Koop-Modus. Aha, okay. Ja, der wird da jetzt hier gespeichert haben, oder was? Ich gehe davon aus, eigentlich. Ja. Der Karte. Hunter Overcoalition, you're missing the expansion. Ah. Okay, jetzt muss ich mal kurz hier. Sieht man das so, wenn ich hier. So, gut. Dann bin ich für heute erstmal durch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Wann weiß ich noch nicht. Vielleicht morgens gleich nochmal, je nachdem, wann ich aufwache oder ansonsten zum Abend hin nach dem Biken. Gut, ciao, bis morgen.